Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Wieder dabei ist der Freddy. Ja. Und ich habe mir noch ein Eis geholt. Oder besser gesagt, meine Freundin hat mir ein Eis geholt. Dankeschön. Aus dem dunklen, tiefen, kalten Keller. Und wir starten nochmal einen Run. Und zwar, ich will nicht random drücken, ich hab's getan. Isaac, ach Gott sei Dank, kein Scheißcharakter. Wer ist denn scheiße? Eve ist scheiße. Oh, guck. Na, kuscheln. Ja. Schwarze Fliegen. No. Ich liebe es, in schwarze Fliegen reinzurennen. Oh mein Gott, Alter. Ich bin in so einem scheiß Raum. Überall sind diese grünen Gegner, diese Explosivkugeln schießen. Harlequin Baby, natürlich super schlecht. Was für ein Baby? Harlequin Baby. Das, was zwei Schüsse so rechts und links ein bisschen schießt. Das ist voll scheiße. Das ist das Beste, was es gibt. Nächt. Ich habe jetzt übrigens 400 Münzen im Automaten drin. Ich habe nicht mal 100 drin. Nicht im Let's Play zumindest. Das ist ja das Profil, mit dem ich alles aufnehme. Und der will die, komm schon, was Gutes. Kommt Satanic dir da jetzt Bible raus? Mitgenommen. Diese verfickten Fliegen, ne? Die kommen da echt nicht raus. Der Satanic Bible ist echt geil. Ja, finde ich auch. Find ich fast in jedem Run in letzter Zeit. Habe ich erst in einem einzigen Run gefunden? Nee, habe ich noch in keinem Run gefunden. Muss man erst freischalten, ne? Ich glaube, mit Azrael musst du Darkroom schaffen. Ja, so weit sind wir noch nicht. ja, dann haben wir jetzt schon mal eine Münze, zwei Bomben, einen Schlüssel und die erste Ebene bisher ohne Schaden überstanden, aber das heißt noch nichts. Hier ist der Bossraum. Da wir nur einen Schlüssel haben, gehe ich nicht in den Shop, weil wir auch keinen Kneter haben. Ich gucke nochmal kurz nach dem Geheimraum. Natürlich. Und nach dem Supergeheimraum dann. Weil der Supergeheimraum sich fast mehr lohnt als der normale Geheimraum. Soll ich die Left Hand mitnehmen? Naja, hast halt nur noch rote Kisten, ne? Kann Gutes sein, kann Schlechtes sein. Kann auch richtig Schlechtes sein. Ja, ich glaube, ich nehme sie nicht mit. Nehmen sie mit und wenn du sie nicht mehr brauchst, tauschst du sie aus. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt brauche, weil... Willst du Guppy werden? Vielleicht. Okay, jetzt machen wir erstmal den anderen Geheimraum, wie mir gerade nochmal einfällt. Ich wäre gerade fast einfach in den Bossraum gerusht. Okay, haben wir nicht gefunden, gut. Dann den Bossraum mit Femini. Gemini. Nee, mit Femini. Was ist das? Mit dem Reiter. Ach, für mein. Ja. Das ist für mein, ist das. Du bist ja ganz schön für mein, Freddy. Ich weiß so. Was ist Femini? Für einen Reiter. Ja, für mein ist Hungersnot. Dann gibt's noch als nächstes Pest, Krieg und Tod. Ja, die anderen kann ich mir übersetzen. Und den kopflosen, pferdelosen Reiter. Und Conquest. Conquest ist, Conquest ist da. Blinder. Der Ahnungslose wahrscheinlich. Nein, Conquest. Eigentlich eine Auseinandersetzung oder so. Okay. Ich hab den immer mit dem Gutäugigen oder mit dem Gutgläubigen zusammengesetzt, weil der halt eine Augenbindung hat. So nach dem Motto, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts. Außer er hat ein weißes Pony. Ja, das ja, sieht er. Weißes Pony ist süß. Warum kommt Kirsch nicht her erst? Keine Ahnung, weil er keinen Bock hat. Achso, stimmt, der ist halt gar nichts mehr. Nein, hatten. Der ist gar nicht on. Also er hat mir noch nicht geantwortet. Goldraum mit Mitre. Mit dieser You Feel Blessed. Das lässt mehr Seelenherzen spawnen, soweit ich weiß. Soweit ich informiert bin seit gestern Abend. Dank Zombie. Nein, ich hab gesucht. Ich hatte gestern Abend den Laptop, das Notebook, das Tablet-Notebook auf Klappding neben mir stehen und hab dabei gezockt und dann war ich verleitet nachzugucken. Oh nein, nicht der! Ich habe gerade diesen Boss, den man nur von hinten treffen kann, also den Chub, den man nur von hinten treffen kann, der rote Kacke macht. Na, der ist scheiße. Der ist richtig ja. Mies. Aber kann man gleich den Run wegschmeißen, Alter. Direkt gethrowt. Und ich hab jetzt auch nicht so viel Schaden genommen, dass ich jetzt extrem viel Schaden mache mit Samsung, weil ich will eigentlich meinen Schwarzen jetzt nicht so gern verlieren. Ja, mit Samsung muss halt schon vorher auf Schaden gehen. Ja, ist halt das Problem, ne?
Fuck. Oh, fuck. Also seit Rebuff ist Samson, finde ich, der schlechteste Charakter. Weil er nicht mehr pro Kill Schaden, nein, pro Schaden Schaden macht, sondern pro eigenen Schaden? Ja, pro Kill war das. Ja, genau, früher war es pro Kill. Ja, es war halt pro, also im Raum, glaube ich, und dann ist nur für den einen Raum und das war halt viel besser als das jetzt, weil... Satans Raum? Ach, scheiße, ich wurde noch einmal getroffen. Leider ohne Deals, sondern Pentagram, nur mit... nice. Tears down, danke. Krampus, danke, Krampus. 84 Hours Energy, ah, drei blaue Spinnen und... Nochmal zwei Pillen, die bestimmt beide scheiße sind. Ah, oh, Range Up, das ist gut. Und Speed Up, nice. Gut, ja, gehen wir noch in eine Arcade? Ja, ne? Number of Call ist auch noch geil mit der Reflexion. Also mit dem Spiegel, weil wenn sie wiederkommen, werden sie stärker. Oh, ich habe keine Bomben mehr. Den Kampfraum können wir nicht machen, weil wir mehr als ein Herz haben. Dann gehen wir mal kurz in den Dingensraum, in den Arcade-Raum, gucken wir nach, ob da ein Blutspendeautomat drin steht. Nein, aber drei Bagger. Ah. Ach, los, gib mir. Ja, los, los. Drei normale Bagger oder was? Nein, ein Bagger, ein normaler Bagger, ein Schlüsselbagger und ein... Kacke. Ich hab nur noch eine Münze. Und ein Teufelsbagger, ja, fuck. Ich geb bei dem Teufelsbagger dein Leben. Mach ich gerade. Und ich hoffe... Bitte eine Münze. Nein, keine Karte, du Nutte. Hermit. Okay, Hermit ist in diesem Fall aber gut. Ich wollte zum Händler kommen. Scheiße, ich dachte, das wäre dieses Dingens... Dieses Wechsel-Item. Ich kann noch nichts aus dem Automaten sprengen. Scheiße. Weil du kein Wampen hast? Ja. Das ist ja noch Daddy Longlegs, das ist auch noch geil. Gut, dann haben wir jetzt nur noch ein Herz und gehen wir mal in den Challenge Room. In dem wir eine Pille finden und... Monstro 1 als Gegner. Und die Pille ist auch nur 48 Hours Energy. Ich hoffe, wir kriegen als Abschluss noch ein bisschen Knete. Und dann den Bloodbag oder so. Ach warte, den Bloodbag können wir gar nicht kriegen. Weil ich ja nicht in den Automaten eingespeichert habe. Komm schon, geh drauf. Ich darf keinen Treffer kassieren, Mann. Ich habe kein Leben. Ich habe kein Seelenherz. Wer kommt als zweiter Gegner? Chap. Ah, nein, Larry! Oh, in dreifacher Version, fick dich. Ich mach keinen Schaden. Ich mach überhaupt keinen Schaden, Alter. Ich glaube, mein Schaden ist gleich Pelle? Null. Komm schon. Luck up zweimal, nice. Und Speed up zweimal. Ich find's übrigens super, dass du in meinen Parts von deinen Parts redest. Von deinen Runs redest. Das ist so richtig geil. Was soll ich sonst machen? Ich find's super. Ah, nur. Ja, zwei Bomben. Damit kann ich wenigstens den Automaten in die Luft sprengen. Komm schon, gib mir Geld. Gib mir Geld. Ich hätte nicht an den Teufelsbagger verkaufen sollen, sondern an die Automaten, weil die mir auf jeden Fall Geld geben. Ja, drei Münzen. Ha, ha. Komm schon, kleiner Bagger. Wenn ich jetzt für 400 Münzen im Automat was freigeschaltet und mir Geld rausspringen, habe ich es immer noch freigeschaltet? Ja. Gut, dann spreche ich wieder was raus, weil ich will Black Candle haben, weil die einfach so geil ist. Komm schon, bitte. Ja. Ja, Stuff! Ich habe die Scheiße noch von dem Typen gekriegt. Nice. Ein Gold Key hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und Two of Clubs. Zieht mir der Schlüsselbagger Keys ab, wenn ich den Gold Key hab? Probier's aus. Ich hab mal nur zwei. Ja, er zieht sie mir ab, fuck. Hab doof, ich eigentlich auch erwartet. Ja, ich auch. Nichts, dann hab ich zu erwartet. Da liegt eine Bombe für euch. Ah, Cartwright ist geil. Cartridge? Ja. Trinket? Ja. Nee, finde ich nicht. Doch, nach einer gewissen Zeit den Dingens-Effekt ist nice. Ich dachte, den kriegt man random. Ich dachte, den kriegt man nach einer gewissen Zeit. Ja, keine Ahnung. Naja, jedenfalls sind wir jetzt schon wie lange dabei? 8 Minuten schon wieder. Und wir machen jetzt den zweiten Boss. Ich bin 17 Minuten dabei in meinem Run. Und der zweite Boss ist Monstro 2. Nein, Monstro 1 nochmal. Haben wir ja gerade nicht schon besiegt oder so. Allerdings in einem schöneren Raum. Das heißt, es sollte durchaus eigentlich machbar sein. Solange der uns nicht so oft trifft, weil ich will keinen Schaden kriegen. Habe ich Basement Boy in dem Ding schon achieved? Weiß ich nicht. Ich kenne deinen Fortschritt nicht auswendig.
Ich verfolge Fischi nicht so. Asi. Ich meine, die Videos sind zwar nicht mehr hochgeladen, aber Asi. Vor allem, ich bin ja in den Videos dabei, ich gucke sie ja nicht. Aber du hörst ja auch nicht zu in den Videos. Ja, gewonnen. Das war auch irgendwie zu erwarten, dass du irgendwann zu den White Coat Hänger gekriegt, den wir gerade eben erst freigeschaltet haben. Und natürlich den Boss Room, wo nichts drin ist. Nein, den Satans Room, wo nichts drin ist. Und dann gehen wir weiter. Ich hätte jetzt 2 auf Clubs einsetzen können, um den Geheimraum noch zu suchen. Ja, aber dann hätte ich auch nur 2 Bomben gekriegt. Das heißt, damit warte ich lieber noch einen Augenblick. Wieso können wir in den normalen Challenge... Ich hab die Left Hand mitgenommen, scheiße. Wieso können wir in den normalen Challenge-Raum rein, obwohl wir nur 1,5 Herzen haben? Weil du sehr ein Herzen hast. Fuck, dazu. Schaden gekriegt. Ich hasse diese Gegner übrigens. Boah, du Scheiße. Moment. Na, ich hab ihn getötet. Wen denn? So ein Gegner, der Explosivkugeln schießt und ich hab grad eine Bombe noch gebraucht und ich hab keine mehr. Und dann krieg ich einen Goldschlüssel. Hättest du gekriegt. Ich hab es verbunden bekommen, also ich hatte schon mal das Problem, dass ich in einer Ebene 2 Goldschlüssel gefunden habe. Davon hat man einfach nichts. Also gar nichts. Oh, Tarotkarten, wow. Hör auf! Den Dark Bum in einem Goldraum. Okay. Goldraum ist natürlich auch noch. Dann lieber mit zum Mark, kommt mehr Damage. Also Mark. Ich weiß nicht, was ich mit Samsung machen muss. Wieso? Ja, also in welchem Weg ich es einschreiten soll, also. Welches Foto? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich habe bei Samson habe ich nur bisher Satan besiegt. Kannst du nachgucken? Ja, oder ich warte einfach. Ich guck nach. Ja, oder ich warte einfach. Okay, ich guck mal. Ja, ich habe jetzt, also so Satan habe ich. Ich glaube, ich mache dann mal einen Ice-Tag Run. Dann tu dies. Oder was meinst du? Oder soll ich den Darkroom machen? Ne, dann mach. Wenn du Satan hast, würde ich Ice-Tag machen. Ja, dann mache ich natürlich noch die Chests danach. Ja, hast du genug Schlüssel? Ich hab 8 gerade. Krieg sowieso nur... Oh mein Gott, ich muss das Trinket auf jeden Fall davon droppen. Wieso? Weil ich rote Kisten dann bekomme. Oh, eine Blue Map, ich brauch Geld, aber ich kann nichts mehr... Ich kann da was rausspringen. Die Blue Map habe ich im letzten Run von einem... Also nicht im letzten aufgenommenen Run, sondern im letzten Privatrun von einem Bagger gekriegt. Ich wusste gar nicht, dass der die im Itempool hat. Der hat alle Shop-Items. Okay, das wusste ich. Warte, HP App kann im Shop sein? Nein, also er hat alle Shop-Items, glaube ich, und dann halt noch Boss-Items. Ich bin nicht ganz genau sicher. Ja, ich habe das Ace of Space, scheiße, die blauen Kisten. Ich bin einfach aus Versehen in so einen Stachel-Dings da reingelaufen und habe dann das noch mitgenommen und ich habe keinen Bock, jetzt nochmal Schaden zu riskieren. Oh nein, nicht die Maske. Ich habe die Infamy-Maske als Boss. Die ist mies. Oh mein Gott, Alter. Vor allem, die ist genauso schlimm wie diese anderen Gegner da. Die dreht sich immer genau um. Ich habe bis 3 Herzen oder so bei der verloren. Könnte ein halbes Herz wieder verloren auf der Ebene, inzwischen 1,5 Herzen oder so. Nee, darüber gehe ich nicht, weil da müsste ich Schaden kassieren und eine Bombe einsetzen. Ich könnte gerade 4 Bomben machen, das muss ich mir merken. Scheiß, ich werde nicht schaffen, nicht mal. Ich sag, weil ich einfach zu schlecht noch bin. Ich habe nämlich noch keinen Schutz-Item richtig. Ich habe so die Guillotine, aber die ist irgendwie zum Kotzen. Ja, die Guillotine ist ja auch kein Schutz-Item. Naja, doch, sie macht deinen Kopf als Schutz. Okay. Da ist ein Stein, dann müsste ich mir gleich noch 4 Bomben machen. Da möchte ich eigentlich auch ganz gerne hin. Also vom Geheimraum aus kommt man nicht mehr in den Shop, ne? Ich glaube nicht. Boah, das ist so schwul, dass sie jetzt Was, der ist da nicht? Ach, Mann. Der kann doch überall sein. Na ja, gut, dann holen wir uns erstmal den blauen Stein. Wo eine Trollbomb drin ist, danke. Gott, und ich hasse diese Spinnen. Ich auch, die sind richtig schlimm. Kurz den Schlüssel. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Scheiße eben viel besser als den Darkroom. Der ist ja auch viel besser. Weil du kriegst einfach viel öfter Items, also du kriegst mindestens 4 Items. Hast du nicht so ein scheiß Trinket oder so. Judgment, ja, Mann. Bagger.
Burger ist immer super. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, was im Shop ist. Ich wurde noch nie enttäuscht von einem Burger. Ich werde dauernd von Bäckern enttäuscht. Ich glaube immer nur Scheiße. Ich hab hier so im Dreck. Danke fürs Apiap-Pisser. Ja, okay, wäre nur Mom's Coin Pass gewesen. Würde ich nichts verloren. Ja, Mom's Coin Pass ist irgendwie nicht so nice. Was haben wir hier für eine Rune? Hansos Vision. Nehme ich für ein späteres Teil mit. Und ich habe so Punching Bag bekommen. Punching Bag finde ich immer super, Alter. Ich liebe einfach alle Begleiter. Ich liebe einfach alle Begleiter. Deshalb nehme ich bei Devil Deeds auch immer so viele, wie ich krieg mit. Habe ich im letzten Run nicht gemacht, weil ich so wenig Leben hatte übrigens. Auch wenn ich es trotzdem überlebt hätte. Einen heiligen Raum? Ernsthaft? Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Der Kelch? Was macht der Kelch? Den hatte ich noch nie. Fliegen und HP ab. Ich kann fliegen. Ha! Ich kann gerade total übersteuert haben, aber okay. Okay, ich bin full life. Wieso kriege ich einen Engelsraum? Alter, die Longnecks ist einfach so ein geiles Item. Ja. Yeah. Ist einfach so. Da habe ich noch dieses kleine Teil, was mich heilen würde. Welches kleine Teil, was ich heilen würde? Das ist Leech heißt der, glaube ich. Ach, den, ja, kenne ich. Den Wurm, aber da ich sowieso keinen Schaden von roten Herzen bekomme. Ja, super, Bob's Rotten Head, ey. Geht doch voll. Ja, aber nicht in einem Challenge Room. Würde ich trotzdem machen. Ja, musste ich ja machen, ne? Habt ihr ja die Kiste aufgemacht. Achso, ich dachte, der lag da einfach so drin. Nein, leider nicht. Oh nein, nicht die roten Gegner, nicht die roten. Komm, Bob's Rotten Head, do things! Das war dumm, das war meine Schuld, ja, danke. Bitte. Ich bin halt erstmal richtig schön in die Gegner reingerannt. Oh, zwei Herzen verloren, Alter. So eine Scheiße, nur für Bob's Rotten Head. Größter Müll ever. Soll ich in den Zwei-Schlüsselraum reingucken? Ja, klar, wie viele Schlüssel hast du? Also 16, jetzt habe ich 14. Jetzt habe ich wieder 15 und noch ein bisschen. Goldkacki. Ist doch super. Ja, 5 Münzen habe ich jetzt 15 Münzen habe ich jetzt 5 habe ich rausgeholt. Mal machen. Ach, oh, schon diese Brimstone-Spinnen an der Wand. Die sind top. Yes. Ah, super, das Herz als Dingens. Lohnt sich nicht für mich. Wobei doch, ich habe den Dark Bum. Ist besser als der Game-Kit-Effekt? Das Herz, dass mehr rote Herzen droppen? Weiß ich nicht. Okay, dann lass ich liegen. Oder, ich will Seelenherzen haben. Dann kauf jetzt nur schnell Coin Purse, weil ich auf Tief 2 bin. Range Down, Lemon Party, Bad Gas und Luck Up. Luck Up nehmen wir mit. Entschuldigung. Dann nehmen wir noch Ansos mit. Das wollte ich eigentlich nicht. Scheiße, mein Eis. Nicht. Mein Eis schmilzt. Egal. Fällt mir jetzt gerade erst ein. Nein, ich esse es jetzt. Dann mache ich jetzt kurz eine Pause. Bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe mein Eis aufgegessen. Ich wollte gerade meinen Brimstone aufladen, weil ich gerade noch am Brimstone-Schießen dachte. Das Eis war wirklich lecker. Ja, schleck. Falls jemand wissen will, von wem das war, knutschen wir nochmal die Nudel. Was ist denn goldene Kacke? Hä? Ich hab Butt Bombs. Ach so. Okay. Das verstehe ich schon eher. Ach, ich kann fliegen. Hab ich ganz vergessen. Oh, guck mal, Last, jetzt krieg ich maximal the virus. Danke für den Run. Er ist immer so beschiss mit der Guillotine und man weiß nicht, wo man sich drauf konzentrieren soll. Hä, hey, wieso? Du kriegst doch nur. Ach so, ja, die Guillotine, dann fliegt ja dein Körper so rundrum. Mein Kopf. Ja, sag ich ja. Und ich weiß nie, weil ich komme dann voll nicht drauf klar mit, was ich jetzt steuern soll. Stärkekarte und eine Devil-Karte. Was macht eine Devil-Karte? Schaden für einen Raum.
Also nein, also schade, Level doch macht. Alter, hat sich die Kiste gelohnt, noch einen Joker gekriegt. Ich hab alles bekommen. Ich krieg einfach nur Scheiße. Ich habe übrigens nur 3 schwarze Herzen. Läuft bei dir, Kay. Ja, dann nehmen wir jetzt mal den Devil mit. Soll ich wieder 4? Ach ja. Dann ficken wir hier die Gegner nochmal auseinander. Oh, diese Quinn, diese Spinnen, die einen Triple Shot schießen, sind auch richtig nervig. Ah. Oh, Jan Bagger. Erstmal mitten im Part niesen, Alter. Ich hab ihn gesprengt. Oh mein Gott. Bist du dumm? Danke. Warum sprengst du einen Bagger? Die hat ja, war dahinter so Stein und ich hab ihn halt da drunter platziert, wo er eigentlich getroffen werden sollte und trotzdem wurde er einfach mitgesprengt. Ja, wahrscheinlich, weil du ihn nicht tief genug runter platziert hast. Ja, das ist ein Kotzen. Ich habe noch ein Herz verloren, also 3 Herzen und jetzt it lives. Nice. Läuft bei dir nicht so? Ja, nee, mal das kalt machen, kalt machen. 3 Herzen. Stachelraum, haben wir irgendwas zum Porten? Ich weiß es nicht. Ja, du sammelst so 1000 Joker-Karten mal auf. Ja, aber ich will die Joker-Karte nicht verwenden. Nicht für so einen Scheiß. Die Joker-Karte verwende ich ja. Die bringe ich ja sowieso nicht raus, stimmt. Nur wenn ich in der Ebene auch keinen Teufelsgel kriege. So, zwei Herzen, ab zu Icehack. Oh fuck, nein, Schaden. Ich hasse diese Triple-Shot-Spinnen. Einfach mal einen Kampfraum machen, obwohl man fast tot ist. Oh fuck, ich bin auch fast tot, hab 2 Herzen weniger. Ich hab nur noch 2 Herzen. 2,5 Herzen weniger. Und ich bin der Kathedrale. Mhm. Da wo ich noch gar nicht hin kann. Doch, ich könnte da hin. Stimmt, ja? Die Kathedrale könnte ich noch, ja, wenn ich noch ein Engelsziel krieg. Also Joker bringt mich hundertprozentig zum Teufel, ne? Nein, das bringt mich hundertprozentig zu einem Raum. Also zu einem von den beiden Räumen. Okay, das ist gut, weil dann könnte ich, wenn ich den Joker krieg, auch mal Isaac besiegen. Wenn du schaffst. Ja. Der Isaac ist nicht gerade leicht. Mensch, wirklich. Seine Phasen sind richtig nervig, Alter. Ich meine, habe ich jetzt 16 Bomben. Die mir zwar nichts bringen, weil ich gleich tot bin, aber. Oh, super, ja, und auch die hier. Leech, du war. Two things. Oh, ist wieder 3 Herzen? Gut. Find ich nicht lustig, nein. Was macht die hier? Full health, danke. Mist. Speed up. Gut, dann machen wir jetzt erstmal den Boss. Und zwar haben wir Gerdy. Ach, nicht schon wieder diesen Hurensohn. Ich hasse diesen Bastard. Mein Damage ist voll, mein Shot. Nein, mein Range ist voll. Mein Speed ist halb. Book of Belial-Effekt. Also ich merke wenigstens davon, dass mein Damage voll ist. Ich liebe es, wenn man hinter Gerdy steht, dann beschwört er die ganze Zeit neue Sachen und mit Glück beschwört er vor einem, also vor sich selbst die ganze Zeit neu. Und dann können die nicht mehr was machen. Die Longlegs hat mich gerade fast um. Super, run your throat. Hier ist erstmal so ein Raum mit 1000 von diesen Geistern. Überall ist scheiße Staffeln auf dem Boden. Diese Geister sind die schlimmsten Gegner, die in diesem Spiel neu gekommen sind. Ja, kein Teufels- oder Dengel. Evil up, scheiße, ich hätte das Matchbook nicht aufsammeln sollen. Ach, schade. Dann wohl kein Isaac Run für uns. Es ist aber echt schwerer, diese Engelsräume zu kriegen als die Teufelräume, ne? Vielleicht. Das ist echt deutlich schwerer. Da liegt die Teufelskarte. Die Joker-Karte. Karte! Dann gehen wir nach unten in den Schadensraum. Oh, dass man sich vom Geheimraum aus nicht mehr in die einzelnen Räume sprengen kann, ist so ein schwuler Scheiß. Die Dead Cat, na genau, die nehme ich auf jeden Fall mit. Zum Glück habe ich Gappys Collar mitgenommen, jetzt habe ich ein Herz mal 1 Fragezeichen. Ich glaube, ich nehme das wirklich mit. Ah, damit opfer ich 3 Herzen, Alter, das ist mies. 3 Herzen opfern ist scheiße, ne? Was? 3 Herzen opfern ist doof, ne? Ja, was willst du dafür, also... Ja, die Dead Cat würde ich dafür kriegen. Würde ich glaube ich nicht machen. Weißt du was, ich gehe erst in den Joker Room. Die Schaufel. Danke. Die will ich nicht.
Ja, dann nehme ich die Dead Cat mit, dann gehe ich hier raus. Mit der Joker-Karte hätte ich mich übrigens nicht rausteleportieren können. Ja, ich weiß. Habe ich dann nachher nochmal gesagt. Okay. Ich probiere jetzt mal aus, mich von den Geheimräumen in den Was? Raum. Man ist doch unten an der Tür mal sicher. Nein. Man ist oben sicher, nicht unten. Unten nicht immer. Ja. Das ist sowas von zum Kotzen. Bist du tot? Jetzt habe ich ein halbes Jahr mehr für Nein, ein halbes Jahr weniger. Okay, ich gehe nochmal in den Shop. Tut mir leid, dass der Run jetzt schon wieder 23 Minuten dauert und ich erst in Caves 2 bin. Ich bin richtig langsam. Super, nochmal Schaden genommen. Aber das Seelenherz möchte ich ganz gerne mitnehmen. Oh, er hat mir noch eins gedroppt. Oh, und jetzt gehen wir mal in die nächste Ebene mit einem Herz. Danke. Danke, Gabi, danke. Ah, Gott sei Dank, nochmal ein Herz gefunden. Herzen sind wieder fast voll. Curse of the Blind? Nein, nicht Curse of the Blind. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, was ich aufschreibe. Nice. Oh, jetzt habe ich wieder 3,5 Herzen. Nice. Ich hasse Curse of the Blind übrigens. Na, die Lost Hess appeared in the Basement. Na, was ist das? Bob's Brain? Ne, Cricket's Head. Oh, Gott sei Dank. Bei Bob's Brain hätte ich, glaube ich, geweint. Yes, nice. Dry Baby, auch geil. Ja, super geil. Money gleich Power. Ich habe so eine 15, aber naja. Besser als nix. Und dann noch, das, also wenn man Schaden, wenn man sich selber Schaden macht, ein bisschen mehr Schaden drum macht. Super. Danke. Jetzt muss ich nur noch die Chest-Ebene überleben. Ha, eine Pille. Ha, Tierstone. Ja, muss ich nehmen. Ha, ha, ja. Schulässig. Aua! Ach, scheiße, die Herzen können ja auch wehtun. Das hier ist Necropolis 1, deshalb gehen wir gleich mal zum... Nein, nicht der Brimstone-Fotzenknecht. Danke. Ja, danke. Das ist aber gut. Der trifft einen einfach immer. Hundertprozentig. Mit einer hundertprozentigen Chance trifft der einen. Okay, jetzt hat er gar nicht getroffen. Der Monstro, ich glaube, der Run ist auch schon wieder mal. Weißt du, zwar Monstro 2 ist so der schlimmste Raum, den man hier finden kann. In der Chest-Ebene. Bzw. in der Darkroom-Ebene. Findest du? Hey, du bist in der Darkroom? Ich denke, du bist in der Chest. Ja, in der Darkroom-Ebene oder in der Chest-Ebene, habe ich gesagt. So. Ich wollte nur Gleichberechtigung. Nicht, dass sie die Schwarzen jetzt Oh, dieser verfickte, bandagierte Hurensohn. Nicht, dass sich die Hurensöhne jetzt angegriffen fühlen. Was zum Glück wie das Tank Baby, ey, das ist so geil. Ich denke, du hast es. Ach ja, das Dry Baby ist ja das Tank Baby. Boah, Gott sei Dank habe ich nochmal Herzen gekriegt. Was? Koffeinpillen, okay, das ist cool. Ein Teufelsdeal, also ein Devil Deal für 2 Herzen, der. Ein Fragezeichen, es könnte ein Brimstone sein, ne? Ja, kann auch kein Brimstone sein. Was könnte denn sonst sein mit 2 Herzen? So also ziemlich alles. Ernsthaft? The Pact. Lord of the Pit. Lord of the Pit ist das Einzige, was du meinst, dass du jetzt fliegen kannst. Ja, das habe ich jetzt. Hat sich gelohnt, sagst du? Hm, nicht so. Für ein Herz und ein Seelenherz. Ich weiß nicht, wie ich diesen Wander schaffen soll. Macht Lord of the Pits auch mehr Schaden? Ich glaube nicht, ich lasse mal nur fliegen. Aber mein Schaden sieht schon ganz gut aus. 4 von 6. Oh, Last, Sloth. Und dann nochmal, wer ist der andere nochmal? Gluttony. Gluttony hasse ich über alles, Alter. Last viel schlimmer, weil die einfach so schnell ist. Ja, das kann's ja auch nur. Oh mein Gott, er hat auf mein Punching Bag geschlagen. Oh, ich hab mal wieder ein Herz. Er hat auf mein Punching Bag geschlagen und deshalb bin ich in seinen Laser reingelaufen. Ich dachte, er schießt auf mich jetzt nach oben. Der Punching Bag. Ach, das war ein Ding. Ach, scheiße. Zum Glück gehen die ganzen Widows gerade auf mein Punching Bag. Kann ich sie erstmal schon dahin töten? Ein Fragezeichen Item im Shop. Kann das was Gutes sein? Ja. Zum Beispiel? Weiß ich nicht. BFF. Gute Sachen. BFF ist geil. Danke, ich konnte in diesem Run eine Münze spenden. Ich eben gerade auch, ich hatte 399 Münzen. Da habe ich die 94 gespendet, war er zu.
Also immer so, immer wenn man so gar kein Geld hat, kann man so 1 Million reinstecken und wenn man da mal Geld hat, kann man nichts reinstecken. Ja, damit man nicht so weit levelt. Die Unicorn Stomp, nein. Das lieber nicht. Ich hab den Boss gefunden. Naja, mit Dry Baby ist der Unicorn Stomp schon ganz cool. Ja, wenn. Ja, du musst aber alle Schüsse irgendwie so reinrennen, dass er die abfängt. Jetzt weniger, danke. Egal. Ach, bei den Bastarden einfach immer in Bewegung bleiben und hoffen, dass sie nicht auf einen schießen. Komm, stopp! Oh, Gott sei Dank, Alter. Nein, die sind meinem Bob-Sprain ausgewichen. Scheiß Bastarde. Hä, haben die sich alle... Hä? Okay, einfach ignorieren. Oh nein, Greed-Köpfe, Greed-Köpfe. Ha! Schlimmste, und Moms Hände. Oh ja, und eine Kiste, bitte. You feel being blessed, danke. Was denn? Was hast du gekriegt? Scampula oder so. You feel being blessed. Was macht das? Weiß ich nicht. Muss ich kurz gucken. Bin ich das schnell da unten? Ja. Once per room, when you're damaged down to half a heart, you gain 1 soul heart. Das habe ich irgendwie schon gehabt vorher. Ich weiß aber nicht wodurch. Das ist vor allem auch richtig scheiße. Das ist richtig gut. Wenn du nur ein Herz hast, somit, ich habe mal, das war ja auch eben gerade beim Eiselkampf so. Ich habe während des Kampfes einfach, also ich bin ja gestorben, dann habe ich durch meinen Tod habe ich noch mein Herz bekommen. Das habe ich dann aufgesammelt. Dann habe ich noch, als ich einmal getroffen wurde, habe ich noch ein Herz bekommen. Und dann nochmal am Ende sind dann nochmal 2 gedroppt, irgendwie wahrscheinlich 1 durch Kampf und 1 durch nochmal irgendwas, dass ich schauen kann, auf jeden Fall. Oh, ich hab einen Quadshot. Wenn du so lebst wie ich, dann ist das ganz gut. Ich hab einen Quadshot. Nice. Also Quadshot ist einfach übertrieben. Quadshot mit fast vollem Schaden. Ich hab auch vollen Schaden. Vollen Schaden hab ich nicht. Also ich hab vollen Schaden, ja, aber ich hab nicht vollen Schaden. Also ich hab angeblich vollen Schaden. Nein, hier ist auch noch verhornt. Weil die sollte ja nicht okay. So schwer sein. Okay, ach, den Bossraum haben wir schon geschafft. Stimmt. Scheiße. Ja, komm, scheiß drauf. Dann gehen wir halt noch in den Stachelraum. Ist mir jetzt auch egal. Boah, wie lange ich auch schon wieder spiele, Alter. Oh, Gold, ja, genau. Links. Komm her. Oh, fuck. Oh, zum Glück krieg ich den Punching Bag, ey. Ja, der Punching Bag ist cool, ne? Ja. So, jetzt habe ich wieder 2,5 Leben. Nice. Für mein und Boah, erstmal für mein Schild. Okay, für mein rennt weg. Hab mich gerade ein bisschen anders hingesetzt. Man hört mich jetzt ganz schlecht. Ja. Entschuldigung, jetzt besser. Du redest ja nie. Nee, ja, ich rede einfach nie. Oh, stimmt, ich hab ja Shield Tears. Ist ja geil. Bad Gas ist besser als Tearstone. Oh mein Gott, eine Trollbomb. Also super. Kennst du jemanden, der schon mal mit einer Bad Gas Pille irgendwen gewollt vergiftet hat? Ja, ich. Ernsthaft? Ja, also es war schwer, aber ich hab's einmal geschafft. Also ich hab dann durchaus Schaden genommen, aber. I'm Magician, okay, nice. So, jetzt das Herz, was ich vorher gewonnen habe, wieder weg, weil ich bin in einen Raum reingegangen, wo rote Kacke ist und hab einfach Schaden bekommen. Normal halt, ne? Mass Damage to. Nope, nehme ich nicht mit. Und dieses Handyball bringt mir auch nichts. Müssen wir einfach hoffen, dass wir Luck haben, ne? Wieso? Im Moment, ich nur das Unicorn Storm und da habe ich wenigstens 1 Sekunde Zeit zu überleben. Ja, ich muss jetzt den Endboss besiegen von der Chest, den ich dir ja nicht spoilern möchte. Was ist das? Thunder Thicks? Was ist das? Was? Thunder Thicks oder sowas. Thunderfix, ne? Das ist so eine Schale mit gelber Suppe. Keine Ahnung, was das ist. Wenn ich nicht ganz behindert bin, habe ich gerade richtig gelesen, dass es Thunderfix heißt. Ne, ich glaube, du meinst Pandafix. Damit kann ich scheinbar Dinge überlaufen, also kaputt laufen. Steine. Das ist eine weiße Schüssel. Mit so gelber Scheiße drin. Also mit so gelber Pisse drin. Und damit kann ich jetzt die Steine kaputt laufen. Ich bin gestorben, dass sich das Blue Baby in mich reingeportet hat. Das was? Was?
Was? Das was hat sich in dich reingeportet? Das kotzt mich gerade so an. Was soll denn das? Voll am Ragen erstmal. Aua. Also ihr tut jetzt einfach so, als ob ihr den Boss nicht gespoilert gekriegt habt. Ich glaube jeder, der es guckt, kennt ihn sowieso. Ach Mensch. Meinst du? Nee, eigentlich nicht. Aber das kotzt mich gerade so an. Was ist denn da? Ich will wissen, warum ich alle Steine überrennen kann. Thunder Tides. Plus ein Health up, minus 1,4 Speedrun. You can no break poop, rocks and skulls by walking over them. Allows you to walk over and crush red poops without taking damage. Nice. Richtig. Ja, egal, neuer Samson Run. Richtig gutes Item, das hatte ich noch nie. Ich hatte das schon mal. Okay, wir sind in Tier 2, das heißt, wir gehen jetzt nicht direkt zu Mami. Nicht? Nee. Nee, das Item hatte ich echt noch nie. Ja, das ist ja ein richtiger geiler Insta-Win, Mann. Das ist nicht. Poison Tears, nice. Naja, damit kann man über rote Kacki laufen, das ist schon ziemlich geil. Ja, wie oft hat man rote Kacki? Ich hab das meistens in einem Raum in dem Run oder so. In The Womp hab ich das ziemlich oft. Das in The Womp nie. Also ich hatte das maximal ein bis zwei Mal. Ich hab das erstmal in 3-4 Räumen. Aber es ist auch ganz geil wegen den Sachen kaputt machen. Da kannst du vielleicht öfters so einen Raum finden. Und so einen, ich hab sowas bisher maximal in einmal im Run gefunden. Auch als ich Leo hatte. Ja, hier. Ja. Das gibt's glaube ich ja nur einmal. Das ist ein bisschen seltener. Münzen. Ich bin gerade so richtig sauer. Boah, Monstro 2 in der roten Version, Alter. In einer ganz behinderten kleinen Version. Das hat aber weniger Leben. Viel zu wenig Schaden. Der hat weniger Leben, Alter, ich mach dem kaum Schaden. Bis auf wo mein Schaden angeblich auf 2 ist. Auf 4. Aber Dinge. Ja, super, ich bin gleich. Ich bin beim ersten Boss gleich tot. Halbes Herz übrigens verschwendet. Ich hab nur ein halbes Herz. Das Gelb, nein, das Rote bringt mir nicht das Herz, deshalb nehme ich mal die Speed-Up, die Hornshoof mit. Keine Ahnung, wie das heißt. Oh, ich kann ja fliegen, was ein gefährlicher. Oh nein! Die Hurensöhne können sich ja anzünden. Die einzigen Gegner, die nicht. Doch, klar wusste ich das, aber die einzigen Gegner, die hier vorhin sterben. Und ich habe die in einem Raum in 2 Champion-Versionen und 4 normale noch. Und die sind alle in dem Feuer gespawnt, das heißt, es war alles geplant, dass sie brennen. Telepilz! Danke, richtig weit weg teleportiert von dem Scheiß und ich will meine Karte nicht verlieren. Also laufe ich jetzt nochmal rüber. Never miss your goal, ja. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall noch in den Shop. Oder gehen wir Spilo? Gehen wir Spilo? Nee, wir gehen Shop. Okay. Hast du 15 Münzen? Ich habe 30 Münzen. Dann immer Shop. Okay. Die pinke Tasche von Mama? Trinket Room. Brauche ich nicht. Was? Einen Schlüssel brauche ich? Trinket Room immer sofort mitnehmen. Okay. Ist mitgenommen. Mom's Purse. Und dann Spilo, ne? Dann Spilo, ne? Dann Spilo, ne? Ja, wenn du Geld über hast. 10 Münzen. Und wir sind in Tiefen 2. Ja, dann hol den. Muss ja auch Spaß machen. 10 Münzen verspielt, ein Herz gekriegt. Aus dem mir der schwarze Bettler eine gute Spinne gedroppt hat. Hat schon wieder vergessen, dass die auch böse Sachen droppen können. Okay, und dann jetzt auf zu Mami. Monstro 1 als Gegner, super. Man nicht drin, nochmal Greed kurz vorher. Greed ohne Barrikaden ist auch gemein. Aber ich hab Alter, ich. Ein Steam Sale, ja, fick dich doch jetzt. Jetzt so ein bisschen mehr in die Spiele ausgeben können, ne? Mhm. Ich gebe jetzt nochmal 600 Spiele aus.
Nochmal 6 in den verfickten Automaten investiert, nochmal 7 in den verfickten Automaten investiert und nur eine Amnesia-Pille gekriegt. Fick dich. Dafür sprang ich dich in die Luft. Oh, hat nicht getroffen. Richtiger Zero Hero. Dead Cat gefunden und Guppy's Tail. Also nicht gefunden, sondern im Dingsraum gekauft. Und ich bin gleich sofort tot. Ich glaube, ich Ragequitte gleich, ich habe keinen Bock mehr. Ja, Ragequitten kann ich gerade nicht, weil ich mitten in der Aufnahme bin, dann mach ich das nicht. Doch, machst du. Ich nicht. Death und I'm Magician. Ich sag immer I the Magician, weil da eins der Magische steht. Quadshot und dann auch noch The Magician. Brimstone. Hast du Brimstone? Nein, weil du hast gesagt, Quadshot und Brimstone, ne? Also, ist voll geil, ja. Das wäre richtig nice, Alter. Übrigens, schon kein Bock mehr. Ist dabei, nie wieder Isaac gelöscht. Ich bin so oft zu Isaac zu löschen. Ja, Zombie hat ja auch gesagt, voll das Depressivmacher-Spiel. Ja, ist doch so. Weil manche Runs sind einfach so. Abgefuckt. Fick dich, Freddy. Fick dich einfach. Das sind so manche Runs. Manche sind so, hey, lass mal gewinnen. Ja, die meisten Runs, die ich aufnehme, sind ziemlich gut und die meisten Runs, die ich nicht aufnehme, sind ziemlich scheiße. Alter, Mom getroffen, nochmal durch die ganze Ebene gefickt worden. Das Book of Belial. Ist nicht so nice, ne? Was hast du jetzt für ein Item? Bob's Rotten Head. Würde mich aber ein Herz kosten halt. Oder... Was hast du? Eins. Also entweder Book of... Nein. Das müsste Book of Belial sein oder Dark Matter oder wie das heißt. Sind beide geil. Also nehme ich Dark Matter mit. Ja, ich finde Book of Belial aber eigentlich auch geil. Ist gekauft. Und gleich runtergegangen. Und dann sind wir gleich bei Mom's Heart. Sozusagen nur noch 2 Räume, dann sind wir bei Mom's Heart. Willst du Skyrim kaufen? Ist gerade im Angebot auf Steam. Wie viel? Ein Fünfer? 3,74 €. Was? So billig? Normal. Grimdawn ist gerade im Angebot. Wie viel? 11,50 €. Aber halt nicht die Special-Variante. Wie lange? Bis morgen dürfte das sein. Bis morgen wie viel Uhr? Neue Angebote, alles 12 Stunden. Neue Angebote in 11 Stunden. Also in 11 Stunden, das heißt, 3 Stunden, das sind 8 Uhr morgens etwa. Oh nee, Alter. So früh komme ich doch nicht zur Bank. Was für Bank? PayPal? Ich habe keine Ahnung, wie voll mein Konto noch ist. Voll genug. Voll genug. Ja, du weißt ja so, wie, ach ja, du wolltest dir das ja kaufen, wenn es irgendwann mal günstig ist und dann nochmal eine Special-Variante kaufen, ne? Ja. Was du sowieso nicht machen wirst. Ja, super, danke, Aua. Die Dinger machen, falls ihr es noch nicht wisst, eventuell einen Schadensaura, genau. Ich hoffe jedes Mal, dass sie keinen Schaden machen. Bulletstorm ist in Deutschland ziemlich stark zensiert worden, ne? Ja, glaub schon. Wieso? Soll ich es nicht kaufen. Oh, kannst auch entzensieren. Du kannst mir auch mal die Nudel lutschen. Könnte ich ja. Entzensieren ist bei dem meisten Spiel einfach so zu kotzen, weil es einfach. Du suchst einfach 3 Stunden lang ein Uncut-Patch und es funktioniert nicht. Ah, ich nehme gerade so viel Schaden. Da könnt ihr auch einfach hinschreiben, Hinweis für den Arsch. Ich weiß nicht, warum du immer so rumholst bei geschnittenen Versionen. Kotzt mich an. Muschi. Ich will die Leute auch zerfliegen sehen, dann kauf mir das Spiel doch. Ja, und du kritisierst Kirschi, weil er ein Psycho ist. Hab ich nie gesagt. Doch? Nein. Du hast gesagt, psychische Störung für den Arsch. Der ist doch für den Arsch, aber ich krieg sie nicht, dass er welche Leute zerstückeln will, so. So geil. Ja, das kotzt mich einfach wirklich an. Einfach so ein Spiel, weißt du, so ein Spiel, was einfach so als Hauptelement Leute kaputt machen da hat und dann
dann geht's einfach nicht mehr. Ich meine, die Story ist scheiße. Welches Spiel ist nochmal? Bulletstorm. Guck mal bei Gronkh auf dem Channel. Ich glaube, das ist unzensiert. Es ist zensiert. Es steht auf Steam. Die Frage ist, inwieweit zensiert? Verdammt stark zensiert. Wie viel kostet alles, was Spaß macht an dem Spiel? 4 Euro. Oh, wow! Ich bin kein Gärtner, ich hab nicht so viel Geld. Stimmt, du hast mehr Geld. Alter! Dreimal aus so einer verfickten roten Kiste ein Dingens gekriegt. How to survive? 1,40, was ist denn das für ein Scheiß? Sieht zum Kotzen aus. Sollen wir den Fisch ins Steam anschreiben? Ja, wird das heute nochmal? Was? Mich heute ins Steam anschreiben? Ach, soll ich das machen? Mach doch, wenn du willst. Nee, möchte ich nicht mehr. Wollt nur in deine Aufnahme schauen. Mach mal einen Livestream. Ich hab nur noch 3 Herzen. Livestream kann ich machen, sobald ich woanders wohne. Machst du dann dauerhaft einen Livestream, wenn du eingezogen bist? Erstmal ja, so klar. 24 Stunden Livestream-Marathon. Ja, klar. Scheiße, Zimmer einrichten oder Wohnung. 24 einrichten. Stunden, 27 Stunden, Junge. 27 mindestens. Am Tag. Ja. 27 Stunden am Tag. Die ganze Woche 376.000 Jahre im Jahr. Mach mal ein paar Displays. Oh, das Book of Shadows. Oh, das ist nice. Das Book of Belial habe ich gerade gekauft. Ich finde Book of Belial auch besser. Ich nehme das Book of Shadow. Ich finde Schaden einfach geiler als Schutz. Geh in den Stachelraum rein. Mach die 2 Kisten auf, die da sind. Puberty und Speed Up. Jetzt mache ich den Schild an und gehe wieder raus. Und dann nehme ich mein Book of Belial und gehe zu Mami. Ich gehe nicht zu Mami. Weil es erst Womp 1 ist und ich bin schon bei 43 Minuten. Zum Glück nicht lange dabei. Alter, bin ich langsam. Daddy Longlegs als Gegner. Ich hatte Daddy Longlegs erst 2-mal als Gegner. Ich glaube, beide Male war im Let's Play. Okay. Alter. Ich kann dem Huren so nicht ausweichen. Doch, kannst du. Nein, ich bin zu schlecht. Noob. Er hat mich 4-mal getroffen. Ja, Contract okay. Mitgenommen. Ne, The Pact. Mitgenommen. Hab mir jetzt nur ein Herz Devil weniger Room gegeben. Ja, Heart and Devil Room. Ich sollte die Left Hand eventuell ablegen, weil mich die richtig ankotzt. Leg halt ab. Und jetzt kommt Mamos Herz. Oh ja, ich bin gleich tot. Ein Treffer noch nicht mit tot. Oh. Ein Treffer noch nicht mit tot. 4 kleine Gurglings, ich bin tot. Bist du wirklich tot, oder? Ja, ich war tot. Und jetzt bin ich nochmal tot, weil ich die Bombe gesprengt habe, scheiße. Hey, achso, du hast 9 Leben, ne? Ja, mit Lifts. Alter, 4 kleine Gurglings, die nur hinter mir herchargen. Also diese, eigentlich die großen Gurglings, aber halt in blau. Die ganze Zeit nur hinter mir herchargen. Richtig zum Kotzen, ey. Ja. Ich würde schon schwer, wenn die Eiben ausweiche. Sonst sind wir 2, also bei 2 wird zum Kotzen. Die sind richtig schnell auch noch und jetzt sind sie gleich alle tot. Jetzt sind sie alle tot. Glück, dass ich so viel Knockback auf meinen Tränen habe. Ich habe auch leider nicht. Hast du noch? 6. Ja, okay. Oh, ein Bagger. Ja, los. Spring ihn weg. Gib mir all dein Geld. Töte ihn. Los, gib her. Ich muss sterben. Ja, Schlüssel. Ja, schleck. Los, gib her. Ja, HP ab. Mir fällt gerade auf, dass ich meinen letzten Part rendern könnte. Mir fällt gerade auf, dass ich überhaupt was rendern. Ach nee, warte, ich nehme auf. Na und? Abgehen. Okay, meinst du, Mom mit 4 Herzen ist nicht so sinnvoll?
Doch, klar. Okay. Besser als nichts, würde ich sagen. Aber wir laden nur 20 Parts von unserer Einschätzung weg, wie lange das jetzt dauern würde. Wieso, wie lange haben wir geschätzt? Wir haben etwa 80 Parts geschätzt. Okay, aber nur 20 Parts. Ist ja nur ein Fünftel, was wir davon entfernt lagen. Ja, und abgehen. Oh, war das knapp. Ja, 1,7 GB wird da groß. War! Mit 60 FPS und perfekte Renderrate, oder was? Nein, Renderrate ganz normal und FPS 30. Okay, das wird bei mir Stunden dauern. Ja, du hast doch sowieso eine neue Leitung. Ja, aber jetzt mal angenommen, ich würde die noch mit der alten Leitung hochladen, das wird mir Stunden dauern. Bei mir wird das knapp 16 Stunden dauern. Bei mir auch. Ich glaube, ich lade ihn jetzt einfach hoch und dann ist er morgen Abend oben und dann wird er halt veröffentlicht, wann er veröffentlicht werden soll. Mach das. Hast du eigentlich dann schon, also ist der Internetanschluss schon da? Ja, der ist schon da. Gut. Nicht, dass du dann so sagst, ja, ich habe da neues Internet und dann so, ja, Einbauzeit 4 bis 6 Jahre. Du meinst Deutsche Telekom-like? Ne, ich meine allgemein IT-like. Achso, meinst du, ihr habt zu viel Zeit? Ja, was machen wir dann, so eine Zeit haben? Ja, und dann macht man es einfach nicht, weil man lieber auf YouTube geht und sich da ein Video anguckt, wie Hunde an einem Tisch essen. Das war ja auch ziemlich lustig. Das Video verlinke ich euch, wenn ich dran denke. Also, nein? Nein, absolut nicht. Ich denke da hundertprozentig nicht dran, Alter. Als ob. Ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, was ich gesagt habe. Abgehen oder so. Abgehen. Oder so. Yay, Geld und Arcade-Raum. Yay. Danke. Nutte. Okay, und Mom's Heart. Und tot. Ja? Nein, noch nicht. Schade. War auch nur knapp. Shielded Tears wäre super übrigens. Shielded Tears wäre richtig super. Hab ich. Bei Mom's Heart. Besiegt. Oh ja. Ich hätte den Holy Shield oder so bekommen. Oh, der wäre auch nice gewesen. Okay. Ist ja eigentlich so wie Shield Tears, nur dass du mehr Schaden machst. Ja. Und Satan. Everything is terrible. Haben wir gerade freigeschaltet. Und wir sind im Sheol und besiegen hier natürlich gleich mal alles. Weil wir eigentlich schon ganz gut Schaden machen. Unsere Tränen sind rot. Wir haben vollen Schaden. Noch eine Stunde rendern. Eine Stunde. Das wird bei mir in guter Nacht hochladen, Scheiß und so. Mein Gott, wieso gefällt den ganzen Leuten jetzt diese scheiß Videos, dass alle posten die scheiß Videos von Simon Unge. Kotzt mich richtig an, Alter. Warum liken das Leute? Naja, weil er ein bisschen gefickt ist. Ja, aber ist doch seine Schuld. Vor allen Dingen, eine Person, die ich jetzt aus markentechnischen Gründen nicht nennen möchte, die aber unter mein Facebook-Freund ist, hat gleich auf 3 verschiedenen News-Seiten das Video geliked. Kishi? Auf Chip, auf... Nein. Nicht Kishi. Chip, Spiegel Online und Stern. Innerhalb von jetzt... Ami ein Uto oder so. Das kotzt mich an. Aber Alter, wo das Video schon überall gelandet ist. Ist überall gelandet. Ja, der hat halt eine riesen Community, ne? Mhm. Einer der deutschen größten YouTuber. Oh mein Gott. Ich meine, ich finde ihn jetzt vom Let's Play-Stil her auch nicht so cool, aber wenn das so gelaufen ist, wie er sagt, dann ist das echt assi.
Und deshalb, Kinder, unterschreibt keine Verträge. Oh, war das knapp, Alter. Siehst du, Jörg? Keine Verträge unterschreiben. Ist alles schlecht. Wow. Ja. Ja, Jörg, du hast bei uns jetzt den Vertrag unterzeichnet, dass du den gesamten Minecraft-Server alleine zahlst. Danke für 6 Millionen Euro, weil wir einen 200-Slot-Server kaufen. Für alle Jahre? Nein, nein, immer nur für ein paar Tage, weil es dann mehr kostet. Nintendo, für keine andere Konsole gibt es so viele großartige Spiele wie für Wii U und 3DS. Ja, schön. Welche tollen Spiele gibt es denn für die, außer... Was für tolle Nintendo-Spiele gibt es denn? Nein, nein, ich wiederhole. Welche denn außer? Keine. Ach so, also okay. Es gibt Pokémon, Mario und Zelda. Das sind drei Reihen, die eigentlich so... Keine Ahnung, sie haben einfach... Okay, sie haben... Nein. Sie haben Neuerungen, aber sie sind einfach so... Okay, es existieren sie. Wenn Nintendo mag, spielt sie oder sonst... Nintendo ist für mich einfach so eine Konsole... Die nehme ich einfach nicht ernst. Nein, ich auch nicht. Die ist cool, macht auch Spaß, mal zu spielen, aber es ist einfach... Ist jetzt kein... Ist, weißt du? Das ist einfach so, als hättest du so einen kleinen Hund. Du findest ihn putzig, aber du machst halt nicht was. Okay, mein, mit Hunden macht man ja was, das ist geil. Ich habe kein Beispiel dafür. Jetzt mal ernsthaft, ich kenne wenige Leute, die eine Nintendo-Konsole haben, und ich kenne noch weniger, die damit häufig zocken. Ich kenne niemanden, der damit häufig zockt. Nintendo-Konsolen sind entweder für Familien oder Studenten, die dauerhaft besoffen sind. Ja. Das als Partyspiel benutzen. Das trifft's. Ah, nein, nicht die Hurensöhne! Und da gibt es so Konsolen wie die. Ich darf es aus markentechnischen Gründen nicht nennen. Nehmen wir es einfach mal X-Station und Playbox. Bin tot. Du bist tot, 1 von 6 Malen noch. Oder bist du jetzt komplett tot? Nein, 5 Mal darf ich noch. Ja. Also okay. 6 Mal. Nein, also 5 Mal. Also das 6. Mal, das solltest du nicht unbedingt noch sterben, weil dann ist wirklich Schluss im Bus. Nee, hab ich keine Lust drauf, das noch zu machen. Da hab ich mich gerade rausgeportet. Was machst du denn? Bin in einen Raum rein, in so einen Challenge-Raum reingegangen, hab 3 rote Kisten geöffnet, in allen 3 roten Kisten waren 2 Trollbomben. Und darauf hatte ich keine Lust mehr. Jetzt mache ich Satan mit einem Herz. Mal wieder. Das hatten wir doch schon mal, ne? Wann? Dass ich Satan mit einem Herz machen wollte. War das nicht sogar auch eine Aufnahme? Ich hab den Darkroom-Boss geschafft, oder den Chess-Boss. Hab ich mit Lazarus besiegt. Ich bin während des Kampfes gestorben, aber Lazarus hat ja so eine coole Wiederbelebung, dass man nicht draußen spawnen. Dann habe ich immer letzten Herz noch getötet, das war echt crazy. Ja, bin bei der zweiten Phase gestorben. Ich finde die zweite Phase am schlimmsten. Nee, die dritte ist am schlimmsten. Und jetzt bin ich unsichtbar. Bist du schon wieder eine Fliege? Nee, ich war der Ball. Ich hab bisher gewonnen? Oder was? Ja, und ich bin schon wieder tot. Nee, nicht Guppies Hairball, sondern dieser andere Ball. Gotta lick them all. Bandage Ball. Ja, danke. Dieser scheiß Explosionswurm fliegt hier erstmal wieder in mich rein. Das bringt mich jedes Mal wieder um. Dann weich ihm aus. Zu schlecht? Achso, sorry. Mit dieser Tastatur, aber mit deiner Tastatur nicht. Also man merkt schon einen Unterschied zwischen einer teuren Gaming-Tastatur und einer ganz normalen Arbeitstastatur. Was? Der macht sofort den Brimstone dann auch nach unten? Ich dachte, der macht immer erstmal diese Handbewegung. Ne, den Brimstone macht er auch manchmal nach unten. Letztes Leben übrigens. Und jetzt schaffst du es. Glaub an dich. Wenigstens einer. Ja, bin tot. Schade. Nein, das hat er nicht gemacht. Ja, dann hoffe ich, hat der Patriotismus gefallen. Dann hat es halt dieses Mal kein neues Fotostück gegeben. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.